Team Delta 112 um Notärztin Debbie Fischer wird zu einem Autounfall gerufen. Doch die verletzte Fahrerin ist aus noch unerfindlichen Gründen verschwunden. Die Leitstelle Köln. Ja, hallo, ich bin hier im Stadtwald, Kitschburger Straße, da geht so ein Waldweg ab. Hier ist irgendwie ein Unfall passiert. Mit wem spreche ich denn? Josefine Novak ist mein Name. Ich glaube, es war eine Frau, die ist aus ihrem Auto ausgestiegen und da ist aber alles voller Blut, ist dann auch irgendwie ein Wald, ich habe es nicht genau gesehen. Frau Novak, beruhigen Sie sich jetzt bitte mal. Wir schicken Ihnen Hilfe, ja. Bitte bleiben Sie vor Ort. Alles klar, ich warte hier. Beeilen Sie sich bitte. Noch vor den Rettungskräften ist das Team um Polizeihauptkommissar Michael Weber am Unfallort eingetroffen. Die Zeugin schildert dem Team noch einmal das Geschehen. Das Unfallopfer ist tatsächlich weit und breit nicht zu entdecken. Einsatzleiter Michael Weber hat sofort die Hundestaffel angefordert. Denn nur mit Suchhunden kann die Frau in der Dunkelheit noch gefunden werden. Pass auf, wir haben eine Frau verunfallt. Verletzung, Art der Verletzung können wir nicht sagen. Es ist nur Blut im Fahrzeug. Ja, in diese Richtung gelaufen. Deswegen schlage ich vor, dass wir diese Richtung absuchen, rechts und links. In Rufweite bleiben und in Sichtweite bleiben. Also, dass wir eng zusammenbleiben. Ja? Und dass wir von hier aus praktisch in diese Richtung die Suche starten. Ich bleibe hier vor Ort, koordiniere die weiten Einsätze. Wenn ihr was habt, funkt mich kurz an, dann weiß ich Bescheid. Ja? Und dann werden wir erstmal die Zeuge noch weiter befragen. Vielleicht kann die uns noch irgendwas erzählen. Aber wir sollten erstmal mit der Suche anfangen, damit die nicht allzu weit kommt. Also die Zeugin hat uns gegenüber angegeben, dass sie hier ein Fahrzeug gesehen hat, was rechts am Straßenrand steht. Sie hat ein weiteres Fahrzeug gesehen, was neben dem Fahrzeug stand und bei ihrem Eintreffen dann entfahren oder weitergefahren ist mit quietschenden Reifen oder durch den Reifen. Und unmittelbar daraufhin ist die junge Dame aus dem Fahrzeug getorkelt und im Wald verschwunden. Wichtig für die anderen, wir gehen im Links-Rechts-Verfahren. Das heißt, ich werde mit dem Hund von Straßenseite zu Straßenseite pendeln. Ja. Wenn ihr euch aufteilt, auf beide Seiten, nicht vor dem Hund gehen. Ja, machen wir zwei Gruppen. Zwei Mann jeweils. Doppelgruppe. Okay. Bisschen reinlaufen. Komm, Jungs, los geht's. Alles klar. Okay. Ja. Die Aufgaben des Spürhundes sind ganz klar geregelt, die vermisste Person oder Personen schnellstmöglich zu finden. Als Hilfsmittel ist sehr hilfreich getragene Klamotten von der oder den Personen. Ansonsten klappt das auch über die gelegte Fährte. Jeder Mensch verliert im Laufe seiner Schritte Hautschuppen, Geruchspartikel. Und die nimmt der Hund halt auf und findet dadurch die vermisste Person. Die Zeit drängt. Die vermisste Frau muss schnellstens gefunden werden, bevor der eventuell hohe Blutverlust zum Tode führt. Der Geruchssinn des Hundes ist dem des Menschen hundertfach überlegen. Schon ein einzelnes Hautmolekül reicht einem guten Spürhund, um sein Ziel auch in absoluter Dunkelheit mit großer Sicherheit zu finden. Such. Ja, ich hab was. Hast du was? Ja, ich habe aber keine Person. Keine Person. Ein blutiges Tuch. Nun, hier. Schau. Fein. So, und such. Voran und such. Ja, zwischendurch kam der Funkspruch, dass hier ein blutgetränktes Tuch gefunden worden ist. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, wie das Tuch da hinkommt und wie schwer die junge Dame letztendlich verletzt ist. Hier. Der Hund. Was? Lass den Hund mal vor. Lass den Hund mal rein. Da, Luna, weiter. Scheiße, was ist denn da? Grad. Hier, der Hund hat was. Der Scheiße. Hund hat was. Luna, weiter. Guck, guck. Okay. Hallo? Hallo? Einmal hier, Arzt komm. Zu mir. Ich komm. Zurück. Fein. Braves Mädchen. Hier. Hallo, ihr Feine, hallo. Luna. Hallo, hallo. Braves Mädchen. Mädel, du reagierst fein. Ja. Fein. Schön. Wir haben Puls deutlich unterkühlt. Ja. Nicht erschrecken. Tut was weh? Können Sie mir das sagen? Ja. Nur die Nase? Tut hier auch noch was weh? Ja. Da tut was weh? Okay. Da. Warte. Du, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Im Vordergrund stand bei dieser Patientin die Unterkühlung. Im Bodycheck waren keine großartigen Verletzungen festzustellen, die lebensbedrohlich sind. Deswegen haben wir uns entschlossen, sie schnellstmöglich in den RTW zu bringen, damit sie nicht noch weiter auskühlt. Seid ihr so freundlich? Ja, pass auf, ich nehme sie irgendwie hochgepackt. Komm her. Genau. Wie viele kräftige Männer sind da? Bitte vor oder hinter mir gehen. Ich brauche gleich nur jede Menge Licht. Und vielleicht so ein bisschen Hilfe. Ja, guck mal, das hast du ja klasse gemacht. Toller Hund. Ja, feine Maus. Es liegen keine Hinweise auf innere Verletzungen oder Schädigungen der Wirbelsäule vor. Daher nimmt der kräftige Sanitäter das Unfallopfer auf die Schulter. In dem unwegsamen Gelände wäre ein Transport mit Trage einfach zu zeitaufwendig. Schau mal die Augen auf. Na geht's, junge Dame. Können Sie mir jetzt Ihren Namen sagen?
Christina, okay. Ich heiße Fischer, ich bin die Notärztin. Ja, Sie sind jetzt hier im Auto und dann ist alles gut. Die Patientin war bereits somnolent, das heißt, der Bewusstseinszustand war nicht mehr klar. In diesem Fall muss man genau überprüfen, ob die Patientin weiter eintrübt oder ob andere Verletzungen zugrunde liegen. So, jetzt nicht erschrecken. Ich klopf mal. Oh. Ich ziehe jetzt gerade mal Handschuhe an, dann gibt es noch Arztpause an, ja? Aber ich sehe hier gerade, guck mal, ja. Die hat hier Hämatome. Zumindest die sind, nur am Arm. Die sind aber nicht frisch. Das sind alte. Die sind nicht frisch. Guck mal, hier sind auch Hämatome. Sind spitz, hier. Die sind auch alt. Die sind auch alt. Die sind alt, die sind nicht frisch. So, und jetzt gib mir noch eine grüne. Ich will noch eine große Nadel auf der anderen Seite. So ist prima. Der ganze geht das? Ist voll Hämatome. So wie ich mir das fast gedacht habe. Auch alte oder neue? Alte. Okay. Alles alte. Alles klar. Ja, ich habe dann kurze Zeit später nochmal Verbindung aufgenommen mit dem behandelnden Rettungssanitäter und mit der Ärztin. Diese gab an, dass die junge Dame noch weitere Verletzungen hatte, die auch schon nicht von dem Unfall her stammten oder nicht stammen konnten. Das waren Hämatome an den Unterarmen und am Rücken. Da muss man jetzt erstmal abwarten im Krankenhaus, wie jetzt die weitere Untersuchung sich dort darstellt. Während das Rettungsteam die junge Frau in die Klinik bringt, hat die Leitstelle bereits deren Angehörige verständigt. Der Ehemann wartet bereits in der Notaufnahme, darf aber die Erstversorgung seiner verletzten Frau nicht stören. Noch immer ist völlig unklar, was genau passierte und warum die verletzte Frau in den Wald gelaufen ist. Kann sie sich an irgendwas erinnern? Nein. Ist sie ansprechbar? Gar nichts im Moment. Sie ist ansprechbar, aber sie erzählt noch Quatsch. Okay, hallo? Das muss man leider ganz klar sagen. Dann lagern wir mal ganz kurz erstmal um. Ja. Ja. Kann ich mit meiner Frau reden? Moment nicht. Wie, Moment nicht? Ja, weil die nächste Untersuchung noch laufen und die Kollegen müssen jetzt erstmal gucken. Sie wird noch geröntgt. Kann ich irgendwas tun oder so? Im Moment gar nichts. Sie können im Wartezimmer Platz nehmen, sich beruhigen, ja? Nehmen sich irgendwie einen Kaffee oder sonst irgendwas vorne und gleich kommt die Ärztin dann zu Ihnen. Genau, kommen Sie mal mit mir. Kommen Sie mal mit. Gehen wir mal. Guck mal, was hat hier ein Arm hier? Hier ist ein Hämatom, wir gucken erstmal. Tut Ihnen hier auch was weh? Können Sie mal was sagen? Gut. Wie ist das hier im Moment? Das? Das tut auch weh. Ja. Wissen Sie, was das hier ist mit den Blutergüssen? Was ist denn da passiert? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Guck dir mal die Blutergüsse an. Schau mal auf der anderen Seite, am Unterarm. Die sind nicht frisch, ne? Bei der Untersuchung haben wir festgestellt, dass die Patientin an den Unterarmen Hämatome hatte, die halt nicht mit dem Unfallhergang in Einklang gebracht werden konnten. Sie waren älteren Ursprungs und zwar nicht klar, woher sie kamen. Sag mal, ist denn jetzt ein Angehöriger da oder der Ehemann? Ja, irgendjemand hat eben gerufen, dass Angehörige schon da sind. Vielleicht kannst du den mal holen, oder? Ja, ich frage mal gerade, ja. Angehörige sind schon da? Der Freund ist zuvor. Der Freund, okay. Ich bin aber bei euch. Okay. Kommen Sie einmal mit, kurz. Was ist mit meiner Frau passiert? Es gab einen Unfall. Ich weiß jetzt auch noch nichts Genaues. Kommen Sie einmal kurz mit zur Ärztin. Zwei, kümmerst dich nochmal, machst den Verband nochmal weiter, fertig. Hallo, ich bin die behandelnde Ärztin. Wer sind Sie? Der Ehemann. Der Ehemann. Waren Sie denn dabei bei dem Unfall, oder? Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wissen Sie, was passiert ist? Nee. Überhaupt nicht. Gar nicht. War das Ihr Auto oder mit welchem Auto? Sie ist mit ihrem gefahren. Genau. Ich habe jetzt gesehen, also sie ist im Moment nicht ansprechbar. Sie können auch noch nicht rein. Also wir machen jetzt noch ein paar Untersuchungen. Ich habe gesehen, sie hat überall so Blutergüsse an den Unterarmen. Was, können Sie mir da was zu sagen? Weil das ist nicht so ganz typisch für den Autounfall. Die sind auch ein bisschen älter, die Verletzungen. Sie ist vor ein paar Wochen mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad? Ja. Vor ein paar Wochen, wann war das denn? Gestürzt über den Lenker, das Rad hat blockiert, da ist ein Stock reingeraten und dann... Okay. Wird sie wieder gesund werden? Ja, wir kümmern uns jetzt drum und wir schauen, dass wir die Diagnostik noch weitermachen. Also, wir werden Ihnen noch mal Bescheid sagen, ja? Wenn wir uns jetzt, wir werden weiter um Sie kümmern. Bitte sagen Sie mir Bescheid. Ja, natürlich, auf ich kein Problem. Ich bin fertig, wissen Sie? Wir gucken jetzt erstmal, im Moment ist er noch nicht ansprechbar, noch nicht richtig. Und wenn, holen wir Sie auf jeden Fall. Setzen Sie sich einfach vorne noch mal hin und warten Sie noch mal, bitte, ja? Ich habe den Ehemann auf die Hämatome am Unterarm seiner Ehefrau angesprochen. Die waren alten Ursprungs und hatten eigentlich nichts mit dem Autounfall zu tun. Er hat mir das einfach mit einem Fahrradunfall erklärt. Bloß diese Hämatome sprachen eigentlich nicht für den Hergang eines Fahrradunfalls. Hämatome, auch blaue Flecken genannt, entstehen häufig durch stumpfe Gewalteinwirkung wie Schläge oder Stöße. Doch die Färbung zeigt an, dass diese Verletzungen schon lange vor dem Autounfall entstanden sein müssen. Inzwischen treffen auch die ermittelnden Beamten ein.
dich. Hallo. Hallo, ich bin die diensthabende Ärztin. Sie kommen? Wegen der Frau Winze. Wegen der Frau Winze kommen wir. Ja, wir haben jetzt gerade gehört, wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist. Saß sie im Auto, sie ist im Auto aufgefunden oder im Wald? Oder ja, das ist jetzt so auch genau ist. Ja, das ist ja unsere Frage. Ja. Wir wollten sie gerne selber zum Sachverhalt mal befragen. Ja, weil wir können schlecht. Uns im Moment, sie ist im Moment auch nicht ansprechbar. Also, ja. Müssen wir vielleicht nur ein bisschen warten, bis es ihr ein bisschen besser geht. Ne? Also so wie es aussieht, hat sie wohl... stabil und ja. Ja, aber was uns aufgefallen ja. ist, sie hat Verletzungen im Schädelbereich, im Nasenbeinbereich und auch im Bauch- und Rückenbereich. Aber es gibt halt auch alte Blutergüsse in dem Unterarmbereich und im Brustkorbbereich. Das kann irgendwie... Was ist da los? Hallo? Ja, hallo. Was ist passiert? Gehen Sie mal ganz kurz weg. Hallo? Wie geht's Ihnen? Was ist? Wie ist der Druck? Kannst du mir was sagen? Ja, gut. Sauerstoffsättigung ist ziemlich flach. Alles klar, dann geben wir mehr, drehen wir den Sauerstoff ein bisschen mehr hoch. Der Besuch ihres Ehemannes hat die Patientin offenbar sehr aufgeregt. Die Mediziner können die junge Frau zwar schnell stabilisieren, aber warum verursacht seine bloße Anwesenheit eine solch heftige Reaktion? Stefan Sindera hakt nach. Ich glaube, meine Frau hat Schmerzen. Können die nicht irgendwie die Ärzte was machen? Ihre Frau hat Schmerzen, also wird die jetzt ärztlich versorgt, ja? Sie hat ja sowieso jetzt einen schweren Unfall. Ja, ich verstehe das, ja. Darum. Okay. Sie sind der Herr Wenzel? Ja. Ah, okay, das heißt, wir hatten schon mal voneinander gehört, also sprich über die Leitstelle. Ich habe der Leitstelle telefoniert. Die hat gesagt, meine Frau hat einen Unfall gehabt und bin ich hingekommen. Ich bin irgendwie ziemlich perplex, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, okay. Ihre Frau hat den schweren Unfall, das wussten Sie auch. Kennen Sie die Dame? Plötzlich erscheint auch die Mutter der Verletzten mit ihrem Enkel in der Notaufnahme. Der Ehemann und Vater will zu seinem Kind, doch das lässt die Schwiegermutter nicht zu. Sie gibt schließlich den entscheidenden Hinweis. Lass das Kind in Ruhe. Bitte tun Sie ihn weg. Was ist denn dein Problem? Ich habe meine Tochter geschlagen. Hör mal, was willst du mir denn sagen? Seit ein paar Wochen bei uns zu Hause. Ja. Und dass mein Enkelkindchen ist, hat dann Angst auch vor dem eigenen Vater. Nein, 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 kommen Sie mal. Also das ist sehr, sehr schön. Bitte, bitte. Du bist ein Blender. Ich will, dass mir mein scheiß Sohn gibt. Ja! Hallo. Scheiß Sohn, was? Ganz ruhig. Ich will nur meinen Sohn sehen. Was ist das scheiß Problem, hä? Du bist so bösartig. Lass es einfach. Die Beamten haben den aggressiven Ehemann schnell unter Kontrolle. Während Michael Weber den Randalierer im Griff behält, informiert sein Kollege Stefan Sindera die diensthabende Ärztin über die ungeahnte Entwicklung. Er hat jetzt gar keine weiteren Angaben gemacht, aber er ist sehr aggressiv. Ne? Okay. Also wirklich sehr aggressiv. Ja. Und ich habe gerade mit seiner Schwiegermutter gesprochen. Ach, die ist jetzt auch da. Die ist mittlerweile eingetroffen. Und die hat gesagt, die sind gar kein Paar mehr. Mhm. Also die wohnen auch getrennt. Okay. Die Tochter wohnt mittlerweile bei ihr. Ja. Und es gab wohl auch Handgreiflichkeiten. Okay, das wird und ja passen dann, ne? zu den Blutergüssen an den Unterarmen, oder? Genau. Hat er dann da was so gesagt? Also mir hat er ja gesagt, das wäre ein Fahrradunfall gewesen. Euch nicht, oder? Ja, also gar nichts? Nicht. Gut. Na gut, wer auch jetzt, wer belastet hätte sich da selber? Genau. Also final. So, hallo. Ja. Die Polizei ist da. Ich möchte Sie vielleicht was fragen, ja? Hallo Frau Wenzel, Sindera, Polizei Köln. Nur wenn Sie jetzt können, wäre es natürlich toll, wenn Sie eine Aussage machen könnten, was sich überhaupt da ereignet hat. Ja, ich wollte mich mit meinem Mann treffen, weil ich ihm sagen wollte, das ist auch endgültig vorbei zwischen uns. Und deshalb bin ich zu dem Treffen gegangen. Und er wurde wütend und hat mir richtig Angst gemacht. Er hat geschrien und war so aggressiv. Und dann haben wir immer weiter gestritten und dann bin ich ins Auto und wollte zurück zu meiner Mutter fahren. Aber dann wurde ich von der Straße abgedrängt. Sie wurden abgedrängt von einem anderen Fahrzeug? Ja, dann bin ich gegen den Baum und ich hatte so Angst und bin in den Wald gerannt. Aber dann kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Okay, das andere Fahrzeug, haben Sie da noch irgendeine Erinnerung, wie das aussah? Mhm. Könnten Sie da das irgendwie identifizieren oder ein Kennzeichen wahrnehmen oder vielleicht eine Person, den Fahrer wahrnehmen? Mhm. Ja, mein Mann war hinter mir, hatte mal den Scheinwerfer und Lichthupe gemacht. Ach, der ist hinter Ihnen hergefahren, nachdem Sie das Haus verlassen haben? Ja. Die eindeutige Aussage der verletzten Frau ändert die Sachlage. Die Beamten entfernen den gewalttätigen Ehemann aus der Notaufnahme. Und Polizeihauptkommissar Weber hat sich auch dessen Fahrzeug ganz genau angesehen.
Ja. Ist er abgeholt worden? Der ist weg, ja. Okay. Okay. Ich habe mir das Auto von ihm mal angeguckt. Also so wie das aussieht, muss er der Unfallverursacher gewesen sein. So, wir haben genau, das deckt sich mit der Aussage, die sie gerade gemacht hat. Die hatten Streit, sie wollte ihm die endgültige Trennung bekannt geben. Daraufhin hat sie fluchtartig das Haus verlassen, ne, weil ihr die Situation komisch war. Er ist hinterher und hat sie dann wohl versucht abzudrängen und absichtlich. Also wie gesagt, die Unfalluhr, die Unfallspuren hier an dem Fahrzeug von ihm, der steht ja hier vorne. Das ist eindeutig, dass der irgendwo vorgefahren ist. Wir müssen nur mal die Splitter oder die Farben da abgleichen mit dem Unfallfahrzeug. Und dann werden wir mit Sicherheit feststellen, dass es letztendlich das Täterfahrzeug ist. Dann tut mir leid, was im Arsch noch. Okay. Gott sei Dank ist ja eigentlich alles relativ gut abgegangen. Sie hat jetzt höchstwahrscheinlich eine Nasenbeinfraktur und eine Schlüsselbeinfraktur. Innere Verletzungen und innere Blutungen liegen nicht vor. Wichtig war es natürlich auch, dass wir jetzt im Moment klären, was die alten Blutergüsse an den Unterarmen zu bedeuten hatten. Das haben wir Gott sei Dank die Polizei hinzugezogen und es hat sich wohl bewahrheitet, dass häusliche Gewalt vorlag. Und wir hoffen, dass wir die junge Dame hier doch in sichere Hände wieder entlassen können. Die junge Mutter hat sich gut von den Folgen des schweren Autounfalls erholt. Sie hat gegen ihren Mann Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet und eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt. Sie hat die Scheidung eingereicht und lebt mit ihrem Sohn bei ihrer Mutter.